Was ist? Sind das meine Zwiebeln oder weinst du? Nein, nein. Das sind nur die Zwiebeln. Übrigens, ich glaube, dass ich mich doch scheiden lasse. Mein liebes Kind, versündige dich nicht. So einen Mann kriegst du nicht mehr auf der Welt. Ja, das glaube ich allmählich auch. Und warum lässt du dich dann scheiden lassen? So anständige Männer wachsen nicht auf den Bäumen. Tante Otti, der Bertel, der hat mich so hintergangen. Ich kann das einfach nicht verkraften. Aber ich bitte dich, weil er vor 25 Jahren einmal eine Dummheit gemacht hat, danach kräht doch kein Hahn mehr. Ja, schön wär's, wenn's so wär. Und ich habe ja auch die Existenz vom Burli sofort akzeptiert, obwohl mir der Bertel immer gesagt hat, dass er keine Kinder hat. Vielleicht ist er halt ein bisschen vergesslich. Vielleicht hat er seine Jugendsünde vergessen. Also das wage ich zu bezweifeln, nach dem, was mir der Burli erzählt hat. Ja, auch wenn der Bertel die ganzen Jahre geschäftlich sehr viel unterwegs war, so hat er doch jedes Mal, wenn er in München war, mit der Mutter von Burli zusammengelebt. Aber ich bitte dich, was der dumme Bub da daher flauselt. Das ist doch wirklich uninteressant, was der Bub flauselt. Ja, schau, ich meine, er ist doch verliebt in dich. Ja, okay. Das ist doch ein Blinder. Okay, mag er verliebt in mich sein, aber das ist noch lang kein Grund, dass er mich anlügt. Weißt du, dass seine Mutter sogar in Wien war? Hier bei uns. Und mich haben's alle blöd sterben lassen. Sogar die Oma. Nein, bitte. Sag nichts über deine Oma. Deine Oma ist eine so feine Frau. Die würde nie ein einziges Wort sagen, wo sie weiß, dass sie jemand anderen kränkt. Ja, die Oma, die ist ein feiner Kerl. Aber der Opa wird jetzt wieder triumphieren, weil der Bertel doch ein Gauner ist. Weißt du, was mir der Burli erzählt hat? Dass er mit seiner Mutter und dem Bertel im Oktober noch ein Wochenende in Venedig verbracht hat. Na, da waren wir ja immerhin schon verlobt. Na ja, verlobt. Verlobt ist nicht verheiratet. Seit ihr verheiratet seid, hat er bestimmt keine andere mehr angeschaut. Ja, aber warum hat er mich so belogen? Na, er hat dich ja nicht belogen. Er hat dann noch nichts gesagt. Da ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Na okay, das sind ja Haarspaltereien. Nein, ich lass mich scheiden. Weil so habe ich mir meine Ehe wirklich nicht vorgestellt. Überleg dir das, mein Kind. Das ist nicht gut, weißt du, wenn man so etwas aus dem Mund herauslässt, dann kann man es schwer wieder zurückstecken. Denk an mich. Wenn ich vor einer Woche nicht so deppert gewesen wäre, Dann wäre ich heute vielleicht verlobt. Ich weiß nicht, diese blöden Zwiebeln. Ja, aber Tante Otti, wenn du das gewollt hättest, ja, das hättest du doch haben können. Ich meine, der Herr Janek, der wird doch einen Luftsprung machen, wenn du den heiratst. Nein. Das geht nicht mehr. Dazu habe ich diesen edlen Menschen viel zu sehr gekränkt. Da führt kein Weg mehr zurück. Das ist vielleicht der Herr Janek mit dem Gulupf. Der bringt ihn für morgen. Ah! Ach so, Sie sind Heinz. Ja, kommen Sie weiter. Danke sehr, lieb, aber ich bin eigentlich in Eile, weil ich muss nämlich noch zum Strahler Junior. Ich wollte nur fragen, ob der Onkel Guido schon da ist. Der Guido, sagen Sie mal, wieso sind Sie so geschneckert auf einmal? Nein, bitte nicht. Die Geschichte habe ich 100-mal erzählt. Sie ist lang, sie ist fad. Es ist ein Relikt von einer Faschingsveranstaltung. Also, der Onkel Guido ist nicht da. Ich weiß auch gar nicht, ob er kommt. Nein, kommen tut er, das weiß ich wieder. Und ich hätte nur die Bitte, wann Sie dem Onkel Guido ausrichten, der Bubi ist unten in der Konditorei. Ich will mich gerade eine Stunde mit ihm spazieren. Sie waren mit dem Bubi spazieren? Ja, ich war mit dem Bubi spazieren. Also eigentlich wollte ja der Guido zuerst selber mit ihm spazieren gehen, hat aber einen wehen Fuß, jetzt bin ich spazieren gegangen. Und jetzt ist er unten bei der Frau Sockel. Ich wollte ihn eigentlich mit raufnehmen, aber nicht gewusst, ob jemand da ist. Und sollte die Petra kommen, dann kann auch die Petra den Bubi holen, weil die spielt eh so gern mit ihm. Bitte? Die Petra spielt mit dem Bubi? Na ja, natürlich. Und er ist ja verrückt nach ihr. Also wenn sie kommt, nur sagen, sie soll runtergehen, ja? Und er freut sich und springt da in die Luft, der Bubi. Gut? Na, danke schön. Davon möchte ich nichts wissen. Übrigens, die Petra ist da.
Ja, dann bitte, dann sagen Sie ja, sie kann den Bubi abholen. Ach, Jesus, Marant Josef. Zizimos! Zizimos, rate, wer schon da ist. Zizi! Ach, Jesus. Das ist schwer. Zizi, bring mir die Hausschuhe. Jesus, Marant Josef, dieser Stress. Ewige Stress. Was ist denn da? Schaut aber sehr fremd aus. Meine Füße können doch nicht gewachsen sein in der Zwischenzeit. Schuhe von einer Lilliputana. Was ist denn? Was, ein Herrenpyjama? Das gibt's doch nicht. Burli! Burli, du fauler Kerl. Eigentlich hättest ja du in die Konditorei gehen sollen, wenn du schon zum Kaffee ein Möschbeiß haben willst. Das ist meine Frau. Kurzi. Du hab ich dich endlich auf frischer Tat ertappt, du Ehebrecherin. Während ich bei meinen Kunden von Trepp auf, Trepp ab, von den Türen wanke, dann betrügst du mich hier mit deinem Burli. Kurzi, das ist doch ein Missverständnis. Ich könnte dich nie betrügen. Spar dir doch jede Worte, meine. Diese Delikte hier sprechen doch eine deutlichere Sprache. Herrn Pyjama, schau dir das doch an. Trägst du so etwas? Aber Kurti, denk doch nichts Falsches. Keine Sorge, beim Anblick dieser Utensilien also, hier kann ich ja nur das Richtige denken. Du Nymphomane, also, das passt dir. Orgen im Pyjama. Also Kurti, aber kleine Füße kann, ich scheint. Ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, ich habe keinen Liebhaber. So, hör mir doch an. Der Burli, das ist der Sohn von Bertel, von der Petrian Mann. Der ist plötzlich hier aufgetaucht und eigentlich hätte er ja bei der Petra wohnen sollen. Nur da hat ja Hilla gemeint, das wäre nicht gut, wenn eine verheiratete Frau, deren Mann verreist ist und ein fescher junger Bursch. Ja, da hast du natürlich gleich zugegriffen, nicht diese Ringe unter den Augen. No. Was heißt hier zugegriffen? Ja. Überrumpelt haben sie mich. Ja. Kaum, dass ich überhaupt überlegen konnte, war er schon da herinnen. Ach, Kurti, du weißt gar nicht, wie ich auf dich gewartet habe, damit du endlich diesen faulen Kerl rausschmeißt. Ja, und die Wartezeit verbringt du lange, dass du diesen Liebhaber, diesen Schmalspur hast, dass er Milchspeisen aus der Konditorei holst. Na, ja, nicht schlecht. Na, siehste, ganz müde, ne? Ein bisschen süßer kann's sein. Aber ein Tag kann ich dir sagen, Zizi. Wenn ich diesen Burschen hier erwische und zerquetsche ich ihn zwischen meinen Fingern und von dir, Zizi, lasse ich mich scheiden. Von dich und Bett. Cool, das auch. Also eins kann ich dir sagen, also ich kann es immer nur wiederholen, was mir der Heinz da von dir und diesem Bubi erzählt hat, das gefällt mir aber gar nicht. Er heißt nicht Bubi, sondern Burli. Oder Bubi, das ist mir ganz wurscht. Auf jeden Fall musst du kein sehr reines Gewissen haben, sonst kennt der Heinz nicht so was von dir erzählen. Der Heinz, der schließt von sich auf andere. Ja, der macht doch dauernd blöde Witze. Was hat er dir denn so Schreckliches erzählt? Dass er jetzt in der Konditorei sitzt und einen Luftsprung machen tät, wenn du ihn heraufholen tätst. Du weißt doch, was der Heinz für ein Blödler ist. Also, ich bin zwar hier nicht die Hausfrau, aber ich möchte dich bitten, das nicht zu tun, weil wenn der František dann heraufkommt, das würde keinen sehr guten Eindruck machen, wenn der Bub hier herumhockt. Also da kann sich der Opa aber wirklich nicht aufregen. Ich bin ja schließlich die Stiefmutter von Burli. Na, und meinen Stiefsohn werde ich doch noch in der großelterlichen Wohnung empfangen dürfen. Naja, aber der Guido, also das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht, dass der Guido sich mit diesem Früchterl angefreundet hat. Hast du das gewusst, dass der mit ihm spazieren geht? Nein. Aber wundern tut's mich nicht. Weil eines hat der Burli nämlich, Charme. Ja, das hat er von seinem Vater. Und dem bin ich auch drauf reingefallen. Ach, warum habe ich dem Opa nicht geglaubt? Also das... Ich weiß nicht, was da passiert wäre, wenn der Burli noch weiter bei dir gewohnt hätte. Ja, was glaubst denn du von mir, Tante Otte? Das, was ich von allen jungen Leuten glaube, dass die Gelegenheit dir Liebe macht. Aber ich sag dir, triff keine voreiligen Entschlüsse. Ich an deiner Stelle, ich würde zuerst mit dem Bertler reden. Na, glaubst du, das habe ich nicht schon versucht? Aber der Bertl ist doch mehr mit seinem Beruf verheiratet als mit mir.
Nein, sogar heute, am Samstag, hat er noch x Besprechungen. Und ich hock da allein herum. Siehst du? Du hockst herum und tust nix. Nur weil der Bertl am Samstag arbeitet. Weißt du, mein Kind, von nix ist nix. Jesus Maria, heute läutet wirklich den ganzen Tag ununterbrochen. Na, also ich bin froh, dass ich nicht hier herum wohne. Das ist ja ein Tollhaus. Ich geh schon aufmachen. Bertl, du? Ja, ich. Ja, ich hab geglaubt, du hast eine Besprechung im Sacher. Den Termin habe ich verschoben. Ja, aber warum? Na, weil ich jetzt was Wichtigeres zu erledigen habe. Darf ich weiterkommen, ja? Ja, bitte. Es tut mir wirklich leid, dass ich so mitten in die Wiedersehensfreude des frisch vereinten Ehepaares geplatzt bin. Aber ich habe gedacht, Sie kommen erst nächste Woche. Ja, sollte ich. Leider gehen ja die Geschäfte nicht zum Besten, sodass ich mich entschlossen habe, meine Dienstreise frühzeitig abzubrechen. Obwohl es ja einige Herrschaften lieber gewesen wäre, wenn ich etwas später eintreffe. Ich hole einen Kaffee. Ja. Na, das kann ich mir schon vorstellen, dass es diesem komischen Burli lieber gewesen wäre, den ihnen ihre liebe Familie so als Kuckucksei ins Nest gelegt hat. Was heißt das? Wie meinen Sie das, Heinz? Der Burli lebt doch bei ihrer Frau wie im Schlaraffenland. Ja. Also wie die ihn verwöhnt, was die aufkocht. Er erzählt mir wirklich, jeden Tag kriegt er andere Spezialitäten von ihr. Ja, kann ich nur lachen. Spezialitäten, das ist gut. Ich hoffe, er hat ihn in Details genannt. Dessous, schwarz oder rot? So, der Kaffee ist fertig. Ja. Und ein bisschen Schlagobers vom Mittagessen ist auch noch da. Schlagobers vom Mittagessen? Ja. Das ist ja, was hat er denn gekriegt, der Burli, zum Mittag? Mohr im Hemd? Ja, Nachthemd. Aber Heinz, es war nur ein Fertigpudding und den habe ich halt ein bisschen mit Schlagobers verfeinert. Sagen Sie, und Sie haben keine Ahnung, wann der Junge herkommt? Nein, ich weiß nicht, er ist plötzlich verschwunden. Weiß nicht, wohin. Wahrscheinlich hat er mich ins Haus reingehen sehen und traut sich jetzt gar nicht hierher. Also da kennen Sie ihn schlecht. Das so ist der nicht. Ich meine, wissen Sie, was das für ein Typ ist? Sehr naiv und fast noch kindisch, ja. Ja, ein junger Mann, der in den entscheidenden Kinderjahren, glaub, sehr einsam war. Sehr einsam. Also ich muss sagen, die Naivität ihrer lieben Frau ist jedes Mal herzerquickend. Ja. Ich beneide sie wirklich, lieber Gurti. Ja? Finden Sie? Ja? Natürlich finde ich. Erstens einmal macht ihre liebe Frau einen ausgezeichneten Kaffee und dann ist sie auch noch eine Philanthropin. Sie bezeichnet diesen Filou, bezeichnet sie als naiv. Bitte, ich meine, er schaut ja ganz fesch aus, nicht so wie der Herr Papa halt. Ja, ja. Aber er hat's faustdick hinter den Ohren. Glauben Sie mir, dessen Appetit erstreckt sich nicht nur auf kulinarische Köstlichkeiten. So? Interessant. Worauf noch? Weiber. Damen, nicht auf. Bitte, ich weiß nicht, ob er diesen Appetit, den unstillbaren, auch vom Herrn Papa hat. Wo stillt er seinen erotischen Heißhunger, dieser Schmalspur-Jüngling, der? Der, wenn Sie mich fragen, lieber Gurte, ich glaube, der nimmt, was er kriegt. Also wirklich, Heinz? Was heißt, wieso nimmt er, was er will? Also. Und sowas logiert in meiner Wohnung bei guter und exzellenter Verpflegung. Heinz, ich frage Sie im Beisein von der Zizimaus, glauben Sie, hat dieses Bürscherl mein Heim und meine Ehre besudelt? Ja, sagen Sie offen. Ja oder nein? Also, diese Frage allein, Kurti, ist eine Beleidigung für mich. Also, sei still, Zizi. Ich möchte die ehrliche Meinung eines erfahrenen Frauenkenners hören. Gut, also als solcher sage ich Ihnen, nun? Lieber Kurti. Ja? Also probiert hätte es gern. Was erlauben Sie bitte sich, Bitte lassen Sie mich da, bitte, liebe Frau Hinde, setzen Sie sich hin. Ich meine, probiert hätte er sicher gern mit ihrer Frau zu flirten, aber ihre engelreine Unschuld hat sogar in diesem Filou eine Art Schüchternheit geweckt. Ja, das, er ist es. Ja, da haben Sie es vollkommen recht, Heinz. Schüchtern ist der Burle, wirklich. Also die ganze Woche über war er ruhig und schüchtern und sehr bescheiden. Wenn er zu Hause war, ist er meistens hier auf der Couch gelegen, hat ein bisschen gelesen. Radio gehört, aber meistens hat er gelesen. Ja, wegen seinem Lesehunger bin ich nämlich hier überhaupt. Weil er war nämlich vor ein paar Tagen bei mir in der Buchhandlung und hat ein Buch bestellt, ein Spezialwerk. Es war gar nicht leicht aufzutreiben. Das hörst du jetzt, Kurti. Der Heinz bestätigt meine Worte. Er ist Student, nicht wahr? Haben Sie schon einmal einen Blick in seine Skripten geworfen? Nein, er war immer so konzentriert, da wollte ich ihm nicht stören. Mhm. Naja, also er hat schon, Studium ist schon, er betreibt ein Studium nicht uninteressant und vor allem kostspielig. Ja, ich glaube, das waren Kunstbücher. Wie mir gescheint hat, das waren illustrierte Bücher, nicht? So kann man es nennen, ja. Illustrierte Kunstbücher. Also bei mir hat er bestellt eine
orientalische erotische Sittengeschichte. Ja. Mit vielen Abbildungen. Möchten nicht erschrecken, es ist Farbe? Nicht so. Natürlich in Farbe. Ne? Das ist nicht so wie in den sogenannten Herrenmagazinen. Nicht so vulgär. Viel subtiler, aber viel teurer. Und jetzt wollte ich ihm dieses Buch liefern und auch gleich kassieren. Sagen Sie mal, Hans, könnte man vielleicht mal Einsicht in dieses Buch bekommen? Also bitte kurz. Ja? Doch, was heißt denn doch nicht mal mit dieser Schunter interessiert? Nur mal wie die verworrene Psyche dieses merkwürdigen Jünglings interessiert. Immerhin logiert er doch unter meinem Dach, nicht wahr? Man sagt doch immer, zeige mir, was du liest, und ich sage dir, wer du bist. Ja, das ist ja. Bitte, Sie können das natürlich gerne anschauen. Ich würde nur vielleicht. Mir wäre es lieber, wenn Sie vielleicht das Zimmer ich verlassen. Verstehe. Ja, ich gehe schon. Herr Gemahl. Gekonnt. Absolut gekonnt. Weit haben wir es gebracht, Petra. Deine Tante muss uns hierher verfrachten, weil sie unsere Streiterei im Wohnzimmer sogar in der Küche nervös macht. Also die Tante Otti ist heute überhaupt sehr nervös. Das hat nicht unbedingt mit unserer Schreierei zu tun. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn bei mir eine Sicherung durchbrennt, wenn ich nach einem knapp halben Jahr Ehe erfahre, dass mein Mann mich betrügt. Da muss ich ja schreien! Ich hab dich nicht betrogen. Aber schamlos belogen hast du mich. Bis zu unserer Hochzeit hast du mit einer Frau zusammengelebt. Naja, vielleicht hast du das Verhältnis ja nachher auch noch gehabt. Na, vielleicht hast du es jetzt noch. Aber so genau weiß ich das gar nicht und ich will es auch gar nicht wissen. In was für Blödheiten redest du dich denn da hinein? Warum hätte ich dich geheiratet, wenn ich schon vorher beschließe, dich zu betrügen? Ja, was weiß ich, was du dir vorgestellt hast? Petra, ich hätte dir das alles einmal erzählt, aber ich gebe zu, ich wollte Zeit gewinnen. Ich wollte sicher sein, dass du mich verstehst. Das kannst natürlich jetzt leicht sagen. Aber glauben, tue ich's dir nicht mehr. Ich habe nämlich das Vertrauen zu dir verloren. Ich lass mich scheiden! Wegen etwas, das längst hinter mir liegt? Wegen einer Sache, die mit unserer Ehe nicht das Geringste zu tun hat? Also so lange liegt das wohl noch nicht hinter dir. Da hat mir dein Sohn andere Sachen erzählt. Oh, bitte, der ist doch total verhetzt von seiner Mutter. Warum glaubst du, taucht er auf einmal hier auf? Weil er eine Zeit lang hier leben möchte? Ich bitte dich, das ist doch der größte Humbug, den man sich vorstellen kann. Ich will die Wohnqualität einer verehrten Familie nicht in Frage stellen, aber bitte überleg doch einmal. Ein junger Mann von 24 Jahren, der das schickste Apartment in Schwabing hat, das man sich überhaupt nur wünschen kann, der zwängt sich hier zu deiner verehrten Tante auf dieses winzige Sofa? Also mit einem Wort, dir ist meine Familie mit ihren gutbürgerlichen Wohnungen zu kleinkariert. Also bitte, Petra! Jedes Wort im Mund umdrehen. Hier geht es nicht um Wohnungen, sondern es geht um dich und um mich. Trotzdem muss ich wieder den Burli zitieren. Bitte sag nicht immer Burli zu diesem Tromanzbilder. Der hat doch schließlich einen Namen, nicht? Also, was hat der Andreas erzählt? Dass ihr drei, deine verehrte Lebensgefährtin, euer Sohn und du mitunter eine sehr harmonische Beziehung gehabt habt. Ja, das bestreite ich ja gar nicht. Ne? Weder Andreas noch klein war. Ja, wie der Andreas noch klein war. Aber vergangenen Oktober war er wohl nicht mehr so klein, der kleine Andreas, nicht? Und trotzdem hast du mit ihm und mit seiner Mutter ein Wochenende in Venedig verbracht. Im Oktober. Und da hast du immerhin mit mir schon ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ja, das stimmt. Weißt du, eine Trennung, das geht ja nicht so schnell. Das braucht ja seine Zeit, nicht? Und ein Kind, das ist ja schließlich ein Bindemittel. Ja, nur dass du dich um dieses Bindemittel im Allgemeinen sehr wenig gekümmert hast. Also Peter, schau, diese Diskussion wird doch mit jedem Wort sinnloser. Du kramst alles zusammen, was in irgendeiner Weise gegen mich spricht. Bitte, Petra, wenn du mich jetzt in Ruhe anhörst, dann werde ich dir meine Vergangenheit bloßlegen wie ein Steuersünder. Bellafitte? Ach so, ja, ich bin's. Nein, ich kann jetzt nicht. Nein, ich hab jetzt keine Zeit. Papa. Wer war denn das? Das ist ja uninteressant. Nein. Gleiches Recht für alle. Mit wem hast du jetzt da gar so verklemmt gesprochen? Okay, mit deinem Sohn Andreas. Er hat mich gefragt, ob ich heute nicht vielleicht mit ihm tanzen gehen möchte. Das darf doch nicht wahr sein. Mein eigener Sohn will in mein Revier einbrechen.
Wie gut kennt ihr euch denn schon? Ja. Ich muss mich verabschieden. Ich habe Ihre Zeit ohnehin schon weit über Gebühr beansprucht. Und ich nehme an, der junge Mann dürfte nicht so bald auftauchen. Der braucht mein Buch nicht mehr. Wahrscheinlich hat er schon irgendwas in Fleisch und Blut gefunden. Sagen Sie mal, lieber Heinz, wollen Sie das schwere Buch nicht hier lassen? Weil das Burscherl muss ja jeden Augenblick hier auftauchen. Ich meine, es ist ja noch merkwürdig, dass ihn ausgesprochen genau dunkelhäutige Schönheiten interessieren. Das gibt einem doch zu denken. Nein, das finde ich nicht. Also, ich finde Dunkelheit. Ich meine, ich kann natürlich selbstverständlich das Buch gerne da lassen. Nur wäre es mir dann halt sehr recht, wenn sie es vielleicht auch gleich zahlen würden. Oh, ja, es handelt sich wirklich um eine bibliophile Rarität. Nein, Hanse, nur das nicht, lieber Heinz. Nur nehmen Sie bitte die Kunstwerke wieder mit. Ich kenne ja diesen Burschen gar nicht so gut, als dass ich meinem Mann zumuten könnte, dass er für ihn zahlen soll. Nein. Nur was ist, wenn er die Bücher nicht bezahlt, dann bleiben wir auf etwas sitzen, was uns beiden nicht interessiert. Ja, ja. Gell, Kurtele? Völlig recht. Ja, meine, wir dürfen das Burschen auch nicht noch zahlen. Ja. Nein, dann, wenn Sie nur bitte so lieb sind und dem Bürschel dann ausrichten, sein bestelltes Werk ist in der Buchhandlung und kann von ihm jederzeit dort abgeholt werden. Nein, ich bringe Sie hinaus. Nein, ist wirklich sehr lieb. Ich finde den Weg und Sie schauen mir wirklich ein bisschen abgekämpft Jawohl, aus. Das stimmt. Abgekämpft und erschöpft ist eine Art klassische Tragödie, die sich da anbahnt. Da haben Sie recht. Furchtbar. Aber ich bin sicher, bei der liebevollen Pflege Ihrer Frau werden Sie bald wieder voll fit sein. Hat der eine Ahnung, was ich alles hinter mir habe? Erst dieser lebensbedrohende Stress. Ich beruf, du weißt, dass ich jetzt Gurken vertrete. Trepp auf, trepp ab, Pfefferoni, Gurken. Und während ich dir wieder abwergle für die Familie, das Geld zusammenkratze, fütterst du hier Burli aus. Naja, also ich weiß ja immer noch nicht, was da zwischen dir und ihm. Mich interessiert nur eines. Wie stellst du dir eigentlich jetzt unser Zusammenleben vor? Ich meine, zu dritt. Ich habe mir gedacht, Kurti, wenn wir vielleicht die Couch ins Kabinett hinüber... Was heißt denn, das ist dann alle fünf Sinne beieinander, Hilde? Das Kabinett, das einzige Ort, wo ich meditieren kann, wo ich kreativ arbeiten kann. Kreativ, etwas, was du noch nie warst. Und dieses Kabinett, dieses bescheidene Kabinett, soll ich diesen Nichtstuer da zur Verfügung stellen. Ja, du hast ja recht, ich habe das nicht richtig überlegt. Du überlegst selten etwas, sonst hätte er sich hier gar nicht einnisten können. Mein Gott, ich habe doch nicht gewusst, dass du frühzeitig deine Reise beendest. Das Einzige, was ich tun konnte, meine Gesundheit ist ja völlig fertig. Dauernd, die kommen hinterkommen. Oh. Hinten, Knorpel, alles fertig, alles. Und die Wirbel, alle die Verbindung stellen, alles hin. Oder? Und während ich arbeite, schreibst du die. Für die Familie fütterst du hier Burlis aus. Also, mir ist immer wirklich noch nicht klar, was da zwischen dir und diesem Bürscherl eigentlich war. Bitte, Kurti, fang nicht schon wieder an. Aus reinem Mitleid und Familiensinn habe ich ihn hier wohnen lassen. Wo steckt denn das Bürscherl jetzt eine? Vielleicht ist er ins Kino gegangen, ich weiß nicht. Ich kann mir schon vorstellen, was für Kinos er geht. Und das in der Wohnung eines Ethikers, eines Mannes, der literarisch arbeitet. Scheinst wohl vergessen zu haben, dass ich derzeit an einer Broschüre arbeite unter dem Titel Das Cholesterin und wir. Aber eines kann ich dir sagen, Hilde. Eines kann ich dir sagen. Ich oder Burli. Ich oder Burli. Aber Kurti, überleg, ich oder Burli. Was redest du denn? Wenn er kommt, muss er sofort sein Bündelchen. Gekurt, ich werde dich doch nicht ausziehen lassen wegen mir einem wildfremden Menschen. Kurtile. Ja? Ich weiß was. Ja? Ich geh zum Franz, der muss uns beraten, wo der Kurti und der Burli hingehen sollen. Wir sollen hin und her beraten, weg muss er nicht wahr. Ja, natürlich. Ich schau gleich hinüber, vielleicht ist er da. Und dann, Kurtele, wenn ich dann zurückkomme, werden wir alles bereden, ja? Ist dir das recht? Nur mir ist alles recht, aber ich will, Zizi, ich will ihn hier nicht mehr sehen. Ja, ich bin gleich wieder da, Kurtele. Ja. Bring mal ein Glasl Cognac, ja? Ja. Kann ich mich jetzt nicht aus eigener Kraft erheben? Das ist ja alles psychosomatisch bedingt. Ich will ja, du siehst ja, aber ich kann nicht. Das kommt öfters im Leben vor. Man will, aber man kann nicht. Kurtele, ich habe eine ganz große Flasche in der Küche, ganz neu. Du, der Cognac, der wird dir wieder deinen Kreislauf in die Höhe bringen, sehr gell? Ich komm dir gleich. Sehr brav, sehr brav. Na sowas, du, ich hör gar nichts, sowas. Sonst bellt er doch wie ein Wilder, wenn er mich wittert. Du, der spürt mich, wenn ich unterm Haus da bin. Er kann mich gar nicht sehen. Hoffentlich hat der Heinz ihn schon gebracht.
Also wirklich, es ist die reinste Idiotie. Na, ich hab das gewusst, dass das so kommen wird. Man nimmt sich nicht einen Hund, wenn man dann zu müde ist zum Spazierengehen. Ja, wenn du nur keppeln kannst. Ich sage dir, jeden Tag habe ich den Bubi Gassi geführt. Ja. Aber gestern habe ich mir die Fußknöchel habe ich mir verstaucht. Links oder links? Ja, links ja. Tut noch immer weh. Ja, 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 das ist die nächste Idiotie. Nicht wahr? Wie kann man einen Hund Bubi nennen? Ein Hund heißt Rex oder Haro oder Sultan oder von mir aus Lumpi. Hast du nicht irgendwann mal was von Seppel gesagt? Und was hat der Hansi nicht gefallen? Sie hat den Bubi gekauft. Und mir gefällt Bubi auch. Was ist denn das? Das kann doch nicht die Hilla sein. Ist doch noch viel zu früh. Obwohl, jetzt in letzter Zeit vergisst sie öfters die Schlüssel. Nicht wahr? Das sind alles die Folgen dieser blödsinnigen Studiererei. Ich weiß nicht, hat jetzt. Ich grüß dich Gott, hat jetzt geleitet oder? Ja, es hat geleitet. Oh, Franz, grüß dich Gott. Ja, du bist das Hinde, ja. Entschuldige, ich sehe, du bist gerade gekommen. Ja, du weißt, deswegen nicht entschuldigen, was ist denn los? Ja, stell dir vor, der Kurt ist plötzlich gekommen, unerwartet. Ja. Was sagt er denn zu seinem Ziehsohn? Ja, den hat er noch nicht gesehen, der Burli ist nicht da. Ja, das, ja der, vielleicht ist er gar eifersüchtig. Ja, das ist er. Und der tobt. Und zu all dem, der ist so erschöpft von seiner Reise zurückgekommen. Ja, natürlich. Er hat ja gearbeitet. Ja. Da ist er natürlicherweise total erschöpft. Da hat er wenigstens ein paar fette Aufträge mitgebracht. Ich habe ihn gar nicht gefragt. Darüber haben wir gar nicht geredet. Das ist mir auch ganz egal. Er will ausziehen, wenn der Burli nicht sofort verschwindet. Ich bitte dich, Franz, komm rüber und du musst uns beraten. Bitte, Franz. Ich kann dich gleich hier beraten. Weißt du was? Behalt den Burli und lass ihn Kurt ausziehen. Aber bitte, Franz, nicht solche Worte. Bitte. Nicht noch solche Witze. Du schau sie doch an, wie sich die Hilde gleich kränkt. Ja, ja, um Gottes Willen, nein, die Hilde will ich wirklich nicht kränken. Nicht wahr? Nein, war ein blöder Witz. Also ich geh mit dir hinüber, red mit deinem erschöpften Götter. Ja, bitte, Franz. Ja, das Menschenwille ist sein Himmelreich. So ist es, du sagst, das ist wahr. Na gut, kommst du zu mir in die Küche oder willst du lieber im Wohnzimmer auf den Frankenstein warten? Weil da müsstest du nämlich auf meine Gesellschaft verzichten, weil da hört man die Schreiereien von diesen zwei Streithanseln durch. Natürlich komme ich mit dir in die Küche. Aber möchtest du mir nicht erklären, was hört man wo durch? Ich höre gar nichts. Na ja, Gott sei Dank hört man hier nichts. Aber der Bertl und die Petra sind, komm, setz dich. Danke vielmals, danke schön. Die sind gerade dabei, ihre eheliche Situation zu klären. Und die eheliche Situation, die müssen es ausgerechnet da klären, die haben doch selber eine Wohnung. Da kommen sie daher zum Streiten. Naja, wenn man wenigstens wüsste, dass sie sich dort nicht mehr streiten, dann könnte man sagen, da sollen sie sich da ausstreiten, da wird das nichts machen, aber das weiß man ja nicht. Aber wo, Frage, wo streiten die denn? Na, zuerst haben sie drin im Wohnzimmer gestritten, da bin ich hineingegangen und habe sie sehr höflich, habe ich sie ersucht, ein Zimmer weiter zu rücken. Wohl, ein Zimmer. Was, ins Arbeitszimmer von Franz hast du die geschickt? Ja, bist du des Wahnsinns Beute, dort, wo man sich kaum zu atmen traut, weil man Angst hat, dass ein Bleistift auf dem Schreibtisch verrutscht. Du hast den Mut. Oh, Mut habe ich überhaupt keinen. Ich bin ein nervöser Mensch. Das geht mir so auf die Nerven, das macht mich so nervös, solche Schreiereien. Außerdem muss ich kochen und wie du weißt, ich bin keine erstklassige Köchin. Oh, okay. Da kann ich mir nicht auch noch einen Stress, einen zusätzlichen Stress aufhalten. Na bitte. Und du sagst, du hörst nichts. Moment, ja. Ja, jetzt höre ich's. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich wer sie doch wieder bitten, ein Zimmer weiter zu rücken. Was? Ein Schlafzimmer? Du, ist eine Idee. Schlaf? Vielleicht hilft das. Also im näheren Umkreis der Familie sehe ich jedenfalls keine Möglichkeit, das Bierschall unterzubringen. Bei uns, bei der Hilla und bei mir geht's auf gar keinen Fall. Aber hier kann er keine Stunde länger bleiben. Wenn er kommt, muss er verschwinden. Dein unverzeihlicher Fehler war, dass er überhaupt hier aufgetaucht ist. Aber ich bitte dich, tu dir nichts an. Kurt, du hast manchmal schon viel größere Fehler gemacht als die Hilde. Ja, es tut mir auch schrecklich leid. Das hilft gar nichts, Hilde. Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Genau wie in der Politik. Und da kannst du nichts dazu beitragen. Na, was kann ich denn tun, Kurti? Du kannst in die Küche gehen, mir ein ordentliches Nachtmahl machen. Ich habe seit Tagen keine feste Nahrung mehr zu mir genommen. Ja. Immer nur Tuben. Eine Senf, Tomatenmark, wie ein Astronaut. Ja, ein bisschen Kaffee, das ich da vorhin getrunken habe, auf nüchternen Magen, hat mir hier nur Sodbrennen verursacht. Du, da ist am besten, ich mache dir eine Bouillon mit einem Toast. Was ist der recht? Bouillon, Arbeitnehmerwasser, das ist so keine Kraftnahrung für einen Manager wie ich. Was ist denn da? Was ist denn mit dem Speck, den ich da und der ungeheuren Schwierigkeiten aus Tirol von der Dienstfahrt mitgebracht habe? Das Burscherl, obwohl er Kraft braucht,
wird den ja schon nicht aufgegessen haben. Natürlich nicht, den habe ich ja vor ihm versteckt. Also gut, dann machen wir schöne Portion gebratenen Speckschlock, ja. 6 bis 7 Eier drauf. Ja, ist richtig. Aber nicht mehr. Nein, belastet sonst zu sehr meinen Kreislauf. Und ein Bierchen dazu, ja? Na schau, Bier kann doch jeder trinken. Ja. Muss doch noch ein bisschen Rotwein da sein, vom Chateauneuf die Pappen. Ah ja, da ist ja noch, der passt ja auch besser. Also ich werde mich beeilen, ja, lieber Kurti. Auf Wiedersehen, Franz. Und schöne Grüße an die Hilla. Danke. Sehr brav, Zizi. Sehr brav. Ja, das ist ein Engel. Frag mich, wieso du zu so einer Frau kommst. Lustigerweise, Franzi, frag ich mich das auch. Wieso kommst du zu so einer charmanten, liebenswürdigen Frau, wie es meine Schwester Hilla ist? Du, die Antwort... Ihr peilt meinen milden Tag. Schau, Franzi, versetz dich doch mal in meine Lage. Du bist von Natur aus kräftig. Bist ein Mordsteher, wie man so sagt. Ich bin es nicht. Ich habe eine Woche anstrengender Arbeit hinter mir. Ah, ja, hast ja sehr lange gearbeitet. Eine Woche oder vielleicht sogar noch länger. Was ist denn das für ein Milchmädchenrechnung, Franzi? Auf die Intensität deiner Arbeit kommt es doch an, nicht auf die Quantität. Ich bin ausgelaucht, verstehst du? Ausgepresst wie eine Zitrone. Fremde Gesichter kann ich jetzt nicht ertragen. Schon die eigenen Verwandten strapazieren mich. Danke, verstehe die feine Anspielung, ich gehe schon. Nein, Franzi, komm, du sollst hierbleiben, sollst mich bitte menschlich beraten. Warst du mit deinen Geschäften erfolgreich? Was fragst du das zu dieser Stunde? Sehr einfach. Du hast gesagt, du bist ein Rat von mir. Du, also diesen jungen Strahler loszuwerden, das ist überhaupt gar keine Affäre. Das mache ich da sofort. Nicht wahr? Sein Vater, den du ja noch nicht kennst. Ja, weiß. Ist der Ehemann von der Petra. Ja. Was soll's, Holla? Und außerdem ist er stinkreich. Ja, bitte, ich hab zuerst geglaubt, er ist ein Scharlatan. Ich meine, ich mag noch immer nicht wahr? Aber ich muss zugeben, die Petra hat so etwas wie Ähnliches wie eine gute Partie gemacht. Okay, das ist interessant, ja, meine Gratulation. Aber noch einmal zurückzukommen auf deine Frage, Geschäfte, ich habe überhaupt keine Geschäfte gemacht. Aha, ja, so schaust du auch aus, nicht wahr? Aber bitte, um meinen Faden fortzuspinnen, dieser Dr. Strahler ist gerade wieder von einer Reise zurückgekommen, wo er sehr erfolgreich war. Dem spielt es überhaupt keine Rolle, wenn sein Filius das wünschen sollte, in mein Appartement, in irgendein Luxushotel zu nehmen. Aber da habe ich mir gedacht, ob man diese Geldströme vom Dr. Strahler nicht vielleicht zumindest teilweise auf dich umlenken könnte. Franzi, ich sei keine Sphinx. Du überforderst einen von Misserfolgen aller Art. Gequälten Menschen, werde deutlicher. Na, ganz einfach. Ja? Schau. Ja? Der Dr. Strahler. Ja? Liegt. Der Heinz da und dann hat er mir erzählt, dass die Petra und der Burli, dass die ganz verrückt aufeinander sind. Aber weißt du, der Heinz ist kein sehr hochmoralischer Mensch. Das habe ich schon bemerkt. Der war mit dem Burli spazieren. Ja, das wundert mich gar nicht, der Heinz. Du, ich weiß nicht, ich mag den Heinz irgendwie. Obwohl, manchmal ist er in der Wahl seiner Gesellschaft nicht ganz vorsichtig. Ist da eine Idee, mit so einem Burschel, der noch nass hinter den Ohren ist, spazieren gehen? Lieber Guido, sei nicht so streng, weil du warst nämlich derjenige, der ihm gebeten hat, dass er spazieren geht, weil dir heute die Füße weht und das hat er extra gesagt. Deswegen, sagt er, ist er mit ihm gehatscht. Und jetzt sitzt er unten in der Konditorei bei der Sokol, Eierburli und wartet. Der Otti, mir geht ja ganze Lust auf. Der Heinz war nicht mit dem Bulli spazieren, sondern mit meinem kleinen Hund, den du eigenhändigerweise von der Tiertante geholt hast, mit meinem lieben kleinen Bubi. Nein. Von der Tiertante hab ich einen Seppi geholt, das weiß ich ganz genau. Die Hansi hat ihn umgetauft, Seppi hat ihn nicht gefallen. Jetzt heißt der Bubi, du, da muss ich aber sofort hinunter. Die Sokol, die verwöhnt ihn mir ja mit Süßigkeiten. Wissen Sie, aber da habe ich ja der Petra ganz unrecht getan. Da ist sie ja ganz unschuldsvoll. Na, lass doch keine grauen Haare wachsen. Die Petra, die hat schon ganz schön geflirtet mit ihrem Stiefsohn. Naja, das tät nicht so viel machen. Da habe ich viel Schlimmeres erwartet. Aber mit diesen blöden Kosenamen in Wien, wer kann denn schon einen Unterschied finden zwischen Burli und Bubi? Sehe, du sagst es, die Namen sind ziemlich ähnlich. Aber eines haben sie gemeinsam, die beiden. Der Bubi ist ein frecher Hund und der Burli ist auch ein frecher Hund. Moment, Guido. Ja? Ich weiß nicht, da ist es jetzt auf einmal... Ganz still, da hört man gar nichts mehr. Kenny, das ist vielleicht, das könnte was Gutes bedeuten. Vielleicht ist das ein Versöhnungskuss. Also ich weiß nicht,
Ich höre nur eisiges Schweigen. Mhm. Also das täte mir aber sehr, sehr leid, wenn mit den beiden irgendetwas passieren würde, weil ich habe nämlich den Bertel sehr gern. Ja, ich auch, im Gegensatz zu meinem Bruder. Du, der hätte eine Riesenfreude, wenn sich die Petra wieder scheiden ließe. So kennt man denn, kennt man nicht irgendetwas machen, dass man die beiden wieder versöhnen? Jetzt denkt man auch nach dir. Okay. Ja, so einfach ist das nicht. Da müsste einem was einfallen. Lass mich nachdenken. Man könnte... eine Möglichkeit, das fällt mir jetzt ein, eine Möglichkeit gäbe es. Ja, das geht. Eine Möglichkeit, wenn Sie sich noch ein bisschen gern haben. Das könnte helfen. Was meinst du? Na, schau. Es ist sehr gut, dass die Hila nicht da ist, denn das wäre eigentlich ihr Metier. Das ist ein ganz einfacher psychologischer Trick. Also pass auf. Ich gehe jetzt zu den beiden hinein unter irgendeinem Vorwand und verwickle sie in ein Gespräch. Da würden sie aber beide, würden sie dir erklären, dass sie gegenseitig voneinander nichts mehr wissen wollen. Oh, die darauf baue ich, ja. Wenn die beiden erwarten, dass ich ihnen zurede, dass sie sich versöhnen und dann erzählen sie mir des Langen und des Breiten, warum sie es nicht können, warum das unmöglich ist. Und dann sind sie erst recht böse aufeinander, weil einer den anderen um die Sünden, die er ihm auf den Kopf zugesagt hat, böse ist. Na, da geh lieber nicht hinein. Nein, schau, das ist doch die einzige Möglichkeit. Nein, ich mach das so. Ich gebe ihnen Recht. Ich rede ihnen zu, sie müssen sich trennen. Sie müssen sich trennen. Gar nichts mehr. Keine Trennung. Aus. Es muss aus sein zwischen ihnen. Ja, bist du narrisch, Gordo? Nein. Schau, Otti, wenn ich mir das überlege, das ist die einzige Lösung des Problems. Pass auf. Wenn man jemanden lieb hat, dann hat man zwar selbst das Recht, auf diesen jemand zu schimpfen, aber andere dürfen ihn nicht kritisieren. Aber wie gesagt, das ist ja eine Rosskur. Allerdings, wenn zwischen beiden der Ofen gänzlich aus ist, dann hilft auch das nichts mehr. Also ich denke noch, was? Was meinst du? Na ja, da sollen wir es probieren? Ich probiere es. Hast du verstanden? Ja. Ja. Ja, wenn es so ist, dann kann ich nur sagen, geh hinein zu den zwei störrischen Rassen. Halt mal alle drei Damen, ja. Ich probiere es. Na ja. Na, das ist alles. Brauchst du also nur auf dein Kabinett zu verzichten. Ausgeschlossen, Franzi. Das hat mir die Hilde schon ihrer Unsensibilität bereits vorgeschlagen. Meine, wo soll ich denn meditieren? Etwa dieses Kabinett ist für mich ein Ort des Friedens. Ja, gut, bitte, dann meditiere und darbe. Ausgeschlossen, meine, das ist ja gerne das. Aber ich meine, das geht einfach nicht. Der Stress, ich bin jetzt zu keiner geregelten Arbeit fähig. Der Stress muss erst abgebaut werden, Stufe für Stufe. Oder? Deshalb habe ich auch der Zizimaus verboten, bis dato überhaupt da drin aufzuräumen. Oder? Da sind doch Protokolle meines Lebens gelagert. Aufzeichnungen, Magnetophonbänder, Monologe, die ich selbst über mich spreche, fein archiviert. Ja, ist gut, aber das könnt ihr ja irgendwo anders deponieren. Natürlich so, dass du jederzeit Zutritt hast. Ja, so gut, da müsste ich aber den Transfer und die Lagerung in irgendwelche Hallen in der Vorstadt selbst überwachen. Ne? Ja, bitte, also dann überwache nur, nicht wahr? Ich meine, schau, dann könntest du doch der Hilde erlauben, dass sie dieses Kammerl in ein anständiges Kabinett verwandelt und dann... Was wäre da, Franzi? Aber dann wärst du überhaupt ein leichtes, den Dr. Strahler dazu zu bewegen, für Kost und Quartier von seinem Filius dir eine hübsche Summe zu überweisen. Also gut, das ist ein guter und ausgereifter Gedanke, nicht? Obwohl es natürlich eine Kastration meines schöpferischen Ichs bedeuten würde. Aber bitte, kannst du doch hier, kannst du ja auch noch meditieren, in diesem Zimmer. Gottes Willen, in diesem grauenhaften Zimmer mit diesem schrecklichen Inventar. Das Fehlen des schnöden Mammons hat ja überhaupt erst hier eine Remedur verhindert, die ich schon immer durchführen wollte. Remedur! Ja, aber Kurti, diese Remedur könntest du ja eben mit dem schnöden Mammon des Dr. Strahler, könntest du das ja durchführen. Und dort meine, du musst halt provisorisch im Schlafzimmer meditieren. Also gut, Franzi, weil du es bist, weil der junge Mensch ja irgendwo zur Familie gehört, nicht? Und ein gewisses familiäres Ambient braucht. Du sag mal, wie hoch wäre denn die Summe, die du da mit dem Dr. Strahler hast? Das muss die Petra mit ihm ausmachen, nicht wahr? Aber du wirst jedenfalls zufrieden sein. Also gut, Franz, ich danke dir für deinen Besuch. Irgendwo ist auch ein Ausgleich und Verständnis zwischen uns beiden. Es irgendwo gibt mir wieder neue Hoffnung, Franz. Aber es ist eine Art Glasnost.
Ja. Und Balalaika. Mhm. Verzeihung. Perestroika. Ja. Aber weißt du, mein jetziger Zustand verlangt einfach. Aber ich weiß, dein Zustand verlangt Eier und Speck. Nicht wahr? Also gut, bitte, bevor ich in meine Kemenate gehe, werde ich nur geschwind die Hilde von der günstigen Wendung unterrichten, nicht wahr? Weil du kannst das ja nicht. Du bist ja so schwach, kannst ja kaum aufstehen. Wenn du nur so lieb wärst, Franzi, mir recht bald die Summe durchgeben würdest, die du mit Strahler ausgemacht hast. Das muss die Beta Wobei natürlich, ausmachen. Weißt du, verstehst du mir recht, Familienanschluss das Einzige wäre, was ich bieten könnte, nicht? Ja. Es genügt, wenn du das Franzi, meinst. Ich möchte sagen, ich danke dir für das Gespräch und dann noch ein Wort vom Mann zu Mann. Prachtschwager. Ja, ob ich sie erleben werde, dass ich auch von dir sagen werde, Prachtschwager. Servus. Also ich kann euch sagen, die ganze Familie wird eure Scheidung begrüßen. Also der Opa vielleicht, aber der Rest der Familie wird traurig sein. Na, da irrst du dich. Jetzt kann ich das hier sagen, Petra. Und auch dir, mein lieber Bertel, verzeih, sei mir nicht böse, ihr passt nicht zusammen. Also, du bist eine junge Frau, die noch etliche Jährchen mit jungen Buben ihr, verzeih, dass ich das sage, Amüsement haben könnte. Nicht? Schau, man ist noch einmal jung. Ja, aber dabei weiß ich doch mit diesem jungen Gemüse gar nichts anzufangen. Geber, Bertel, wie haben wir dich bedauert? Ein Mensch in deiner Position, mit deinen gesellschaftlichen Verbindungen, der braucht doch eine Dame als Partnerin. Nicht ein junges, unerfahrenes, tanzwürdiges Mädchen. Entschuldige, gut, ich habe die Petra nie als Mädel empfunden. Ich finde, für ihre Jugend finde ich sie sehr damenhaft. Na gut, ist sie damenhaft, aber sei mir nicht böse, die hat doch keine Ahnung, was sie einem internationalen Manager in seiner Position schuldig ist. Die kann ja nicht einmal kochen. Hier irrst du dich, Guido. Die Petra hat einen Kochkurs absolviert in aller Heimlichkeit, was mich sehr gerührt hat. Mhm. Selbst die verwöhntesten Sängergäste, die sind begeistert von ihren Kochkünsten. Na geh, dabei bin ich ja nur in 4 verschiedenen Speisen perfekt. Das macht nichts, weil wir laden ja jeden Star nur 2-mal ein. Kinder, ich kann nur sagen, ihr liegt richtig. Besser ein Schrecken ohne Ende als ein Schrecken mit Schrecken. Ja. Das verwechsel ich immer, das Sprichwort. Lebt wohl, Kinder, auf Wiederschauen. Darf ich fragen, darf ich den Familienmitgliedern euren Entschluss mitteilen? Nein, also untersteh dich, Onkel Guido. Das machen wir schon selber. Ja, das macht doch Spaß, so eine Scheidung bekannt zu geben. Darf ich fragen, gibt es ja auch eine Scheidungsparty? Also bitte, so weit sind wir in unseren Überlegungen noch nicht. Naja, da will ich euch nicht länger stören. Ich muss jetzt eilen, mein Hundel, der Kleine, wartet auf mich. Ich sagte, der ist lieb. Servus, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Zwar merkwürdig eilig, uns auseinanderzubringen, findest du nicht? Nein, weißt du, das darfst du ihm nicht übel nehmen. Er war nie verheiratet. Was versteht denn der schon von einer Ehe? Weißt du, ich habe ihn sehr lieb, aber ein Single wird zwangsläufig zum Egoist. Ja, das stimmt. Und schließlich, wir werden entscheiden, ob wir uns scheiden lassen oder nicht. Also ich lasse mir da bestimmt nichts dreinreden. Weißt du, das Wichtigste finde ich eigentlich die Gefühle, die wir füreinander haben. Ja. Wisst ihr, das stimmt, Schatz. Wie dieser liebenswürdige alte Herr uns ja jetzt direkt zum Scheidungsrichter gedrängt hat, ist mir ja eiskalt über den Rücken runtergelaufen. Mir auch. Weil eine Scheidung, das bedeutet doch, dass man sich trennen muss. Und kann mir ein Leben ohne dich, das kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber dich doch viel zu lieb dazu. Ich dich auch. Nun glaubst du, ich lasse mich wegen einer Geschichte aus deiner Vergangenheit von dir scheiden? Glaubst du, mein eigener Sohn wird mich doch nicht bei meiner Frau austricksen? Bestimmt nicht, mein Schatz. Kein Mensch auf der ganzen Welt kann dich bei mir austricksen. Franz, da bist du. Was ist mit der Hilde und mit dem Kurt? Du, es ist alles. Das geht der Kurt da fort vom Geld her, da wird er ja gleich schwach. Wahrscheinlich wäre es ja klüger gewesen. Ich hätte ganz einfach den Burli in der untergebracht, in der Gastronomie von der Petra. Aber da habe ich immer das Gefühl, über kurz oder lang wird die Petra doch auch wieder diese Gastronomie benötigen. Da muss ich dich enttäuschen. Mit der Petra und mit dem Bertel ist auch alles in Ordnung. Im Ernst? Ja, im Ernst. Also bitte, glaub das zu. Aber gut, und du, denkst du dran, was vor 50 Jahren war? Ich denke dran, ja. Es ist am 10. März ist unser Vater gestorben
und am 11. März unser Vaterland. Ich hab das direkt wirklich, weißt du, wie eine Schicksalsankündigung empfunden. Unser Vater, der ja alter Monarchist war, den hätte das furchtbar getroffen, das Ende Österreichs. Er hat's also. Man darf gar nicht.